Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe heute ein Video, was sich schon viele sehr lange gewünscht haben. Und zwar geht es um meine Planersammlung. Und ich habe mir gedacht, ich teile das Ganze ein bisschen auf nach Planerart. Und heute gibt es also die Planersammlung der Travelers Notebooks. Und ich habe hier ganz viele verschiedene, also alle, die ich habe. Und die zeige ich euch jetzt im Einzelnen. Auch so ein bisschen hinterher noch Zubehör, was es gibt. Hefte, Binderclips, Öli-Clips und so weiter. Und ja, wir fangen, denke ich, einfach mal der Reihe nach an. So, meine ersten beiden Dory oder Travelers Notebooks sind selbst gemacht. Das hat den Hintergrund, weil das allererste Travelers Notebook, das ich mir bestellt habe, das habe ich gar nicht mehr. Das war ein Cake Dory aus USA. Und der war aus Stoff und als der kam, war ich sehr unzufrieden mit der Qualität. Deswegen habe ich den wieder verkauft und habe mir gedacht, das kann ich doch auch selber machen. Und dazu gibt es auch ein Do-It-Yourself-Video, das kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Die Qualität ist noch nicht so gut, weil es eines meiner ersten Videos war. Aber man kann ganz deutlich erkennen, wie es funktioniert. Und ich wollte euch die zeigen, weil die eben auch zu meiner Sammlung gehören. Und ich habe da ganz normal dann innen halt, was man so drin hat, hier so ein Visitenkartentäschchen und dann ein liniertes Heft, wie ihr seht, unbenutzt. Und ansonsten habe ich hier keine Taschen, weil wie gesagt, selber gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch einfach mal das Video an. Das würde jetzt hier zu weit führen. Und ja, das hier ist auf die gleiche Art und Weise entstanden. Ich habe hier auch selbstgemachte Hefte drin. Die selbstgemachten Hefte habe ich nach einer Anleitung von der Philophilie gemacht. Die hat dazu ein ganz tolles Video online. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox, weil das ist wirklich super erklärt. Und nach dieser Anleitung mache ich mir meine Hefte selber, wenn ich sie mir nicht kaufe, wobei ich mittlerweile dazu übergegangen bin, sie mir zu kaufen. Und wo ich meine Hefte kaufe, beziehungsweise welche Varianten es gibt, wo man seine Hefte kaufen kann, da verlinke ich euch mal ein paar Shops in der Infobox auch, damit ihr, wenn ihr euch Hefte kaufen wollt, da ja, nachgucken könnt. Ansonsten habe ich auf meinen Travelers Notebooks immer so ein bisschen, wie man eigentlich üblich hat, einen Anhänger. Den hat mir jetzt eine ganz liebe von der Facebook-Gruppe gemacht. Die Facebook-Gruppe verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Die ist nämlich wirklich super und da gibt es auch immer wieder Gebrauchte, die man sich kaufen kann. Also den macht die Bettina selber. Und das hier ist ein Anhänger eigentlich von einer Kette von mir. Das ist ein Thomas Sabo-Anhänger, eine Erdbeere. Und das hier sind die Öli-Clips, die kennt bestimmt jeder von euch. Das sind so magnetische Clips. Die sind gerade bei Travelers Notebooks oder Doris sehr beliebt, weil die eben magnetisch sind. Und ich finde, die schauen hübsch aus. Und ja, ich finde die eigentlich ganz, ganz cool so. Okay, also das sind meine beiden selbstgemachten. Dann habe ich mir dieses schöne Stück gekauft. Das ist von Webster's Pages und ist Roségold. Die Farbe kommt jetzt hier, glaube ich, nicht so gut rüber. Doch, wenn ich es ein bisschen so halte. Also es ist ein wunderschönes Roségold. Hier sieht man so ein bisschen. Da habe ich auch wieder so einen Charm dran. Eine Libelle. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie der innen aussieht. Da habe ich also hier auch, wie viele Hefte habe ich drin? Drei. Drei Hefte drin. Mit leeren Seiten, weil ich das eigentlich so als Ideenbuch benutzen möchte. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, entweder, dass ich, also ich habe noch so ein weiteres Hobby, ich mache gerne Motivtorten und da wollte ich mir mal so ein paar Ideen einfach sammeln, ähnlich wie bei meinem Gartentagebuch, beziehungsweise hier auch die Fotos einkleben von den Motivtorten, die ich schon gemacht habe. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass ich es einfach für Skizzen benutze. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig. Ich habe es aber eingerichtet. Und ja, ich finde die Travelers Notebooks von Webster's Pages auch sehr schön. Wobei sie natürlich ein bisschen empfindlicher sind wie jetzt Echtleder Travelers Notebooks. Das ist jetzt die Größe Regular. Den gibt es auch nur in Regular. Ja, den gibt es nur in Regular.
Und da gibt es auch ganz viele verschiedene, also auch im Braun. Und da könnt ihr auch einfach mal gucken. Die gibt es bei zum Beispiel Scrobby oder glaube ich auch bei Danny Poise. Vielleicht auch in der Scrapbook-Werkstatt. Ich kann euch die Shops auch mal verlinken. Und da könnt ihr einfach mal nach Webster's Pages Traveler's Notebook gucken. Ja. Also das ist wie gesagt mein Roségoldener, den ich sehr, sehr schön finde, aber so als Reisetagebuch ist er mir zu empfindlich. Da habe ich zwei andere oder ein anderes. Gut, also Webster's Pages. Dann habe ich ein, und dazu gibt es auch ein ausführliches Setup, das ist mein Gartentagebuch oder Gartenplaner. Der ist hat so ein ganz schönes dunkles Schokobraun. Es kommt leider in der Kamera immer nicht so gut rüber, vielleicht wenn ich das ein bisschen so schräg halte. Also es ist ein Original Midori Traveler's Notebook, auch in der Größe Regular, echt Leder. Und das ist halt schon, ja, da sind zwar schon ein bisschen Kratzer, aber das ist halt schon sehr robust und es ist einfach auch. Viele nehmen das ja mit auf Reisen und machen da so ein Reisetagebuch, kann man es überhaupt ganz sehen so. Und ich bin ein Fan von den Original Midori. Ich habe auch noch zwei andere, aber ich mag am liebsten die, weil das Leder ist relativ dünn, aber trotzdem stabil. Ich mag den Geruch unheimlich gerne und ja, ich mag die einfach. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum. Wie es innen aussieht, könnt ihr euch nochmal, also das ist mein Gartentagebuch, wie gesagt. Wie es genau im Einzelnen innen, was da alles drin ist, könnt ihr euch auf, bei meinem Setup-Video angucken, das ich hochgeladen habe. Das verlinke ich auch in der Infobox, wenn ich dran denke. Ansonsten einfach in der Playlist Setups mal gucken. Das habe ich nämlich erst vor kurzem gemacht. Das ist also noch relativ neu. Also wenn ihr scrollt, müsstet ihr das bald finden. Und da habe ich vier Hefte drin, weswegen hier das schon so ein bisschen so raussteht. Also vier Hefte, ich glaube, viel mehr geht nicht mehr bei den originalen Midori. Ja. Dann habe ich noch einen originalen Midori, ein kleines, das ist die Größe Passport in der Farbe Camel. Kommt jetzt hier relativ dunkel in der Kamera rüber, ist aber so ein richtig schönes, ja, Camelbraun eigentlich. Also so, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe ansonsten bezeichnen könnte. Es ist schon ein richtiges Camel. Aber die Farbe kommt hier in der Kamera sehr dunkel rüber. So dunkel ist sie in Wirklichkeit nicht. Ich weiß nicht, wieso die Kamera das jetzt hier so dunkel macht. Das habe ich im Urlaub dabei gehabt, einfach so als Reisetagebuch. Das habe ich auch jetzt nicht so großartig eingerichtet. Da wollte ich eigentlich noch Fotos reinmachen. Das mache ich auch noch. Ich bin da auch noch nicht fertig. Ich habe im Urlaub angefangen damit und habe hier einfach Tagebuch geführt. Aber ich habe hier auch noch, wie gesagt, hier so einen kleinen Zipper drin und da bin ich noch nicht fertig. Das muss ich noch weitermachen. Da hatte ich jetzt in der letzten Zeit ja keine Zeit dazu. Aber das wird auf alle Fälle noch weitergemacht und das ist einfach so mein Reisetagebuch gewesen. Da habe ich so ein bisschen die Ereignisse aufgeschrieben und ja, ich mag die einfach total gerne, die originalen Midori. Traveler's Notebook Books. Die gibt es aber auch nur in zwei Größen, also einmal in Regular und einmal in Passport. Sieht man die Farbe auch ein bisschen besser. Leider gibt es die eben nur in diesen zwei Größen. Es gibt ja aber noch andere Größen und da habe ich jetzt hier noch eins. Das ist die Größe Personal. Das ist ein Pelle-Dori. Habe ich bestellt über Etsy. Kommt aus Hongkong, glaube ich. Also kann man über Etsy bestellen. Der Shop heißt Pelle Studio. Den verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Die Kommunikation ist auf Englisch. Man kann sich das Traveler's Notebook oder den Pelle Dori aber total komplett individuell zusammenstellen. Also sowohl die Farbe als auch die Nahtfarbe, als auch die Gummifarbe, als auch den Charme, den man sich dazu aussuchen kann. Diesen kleinen Anhänger habe ich ebenfalls von Pelle Studio dazu gekauft. Der hat 5 € oder so gekostet. Die Monkey Fists habe ich von einer Dame aus einer Facebook-Gruppe geknotet bekommen. Also die gab es jetzt dort nicht. Aber man kann sich innen dann eben hier noch eine Tasche dazu bestellen. Hefte bekommt man dazu. Und
Da habe ich auch ein Setup-Video online, das könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Da habe ich einen Kalender drin. Oder nicht nur einen Kalender, aber unter anderem einen Wochenkalender, eine Woche auf 2 Seiten undatiert, damit ich da jederzeit anfangen kann. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mal meine Kalenderplanung in diesem Pelidori machen, deswegen auch diese Hefte, die ich mir selber gemacht habe. Also diese Vorlage habe ich aus Pinterest und dann habe ich mir das einfach ausgedruckt, geschnitten, genäht mit einem Faden, den kann man hier ein bisschen sehen, so ein pinker, ganz normaler Faden. Wie diese Hefte genau gehen, wie gesagt, verlinke ich euch in der Infobox. Da gibt es ein Video von der Philophilie. Und ich wollte dieses Jahr eben die Wochenplanung in diesem Pelidori machen. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil mich stört immer so ein bisschen an diesen Traveler Notebooks, dass sie nicht so richtig flach liegen. Also es ist immer so ein bisschen, hier steht immer so ein bisschen offen. Und wenn ich das Heft rausnehme, ist es aber das gleiche wieder, wie wenn ich mir ein Philofax mit Ringen kaufe. Und deswegen habe ich es dieses Jahr noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das dann nächstes Jahr. Da habe ich also verschiedene Hefte drin, unter anderem auch so ein bisschen ein Zeichenheft. Und ganz hinten noch ein leeres Heft und hier noch ein Adressheft. Wie gesagt, wer da ein ausführliches Setup dazu sehen möchte, das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken oder ihr schaut einfach in der Playlist Setups, da ist dies online. Da könnt ihr euch das anschauen, da stelle ich den ausführlich vor, auch wie man dort bestellt und wie das mit der Kommunikation so läuft, wobei das wirklich einfach ist. Die Cindy, der dieser Shop gehört, ist sehr bemüht und sehr freundlich. Also ich bin von dem auch begeistert. Ich mag, wie er sich anfühlt. Er ist sehr glatt, also ein sehr glattes Leder und relativ dünn eigentlich. Und ja, also ich kann da eigentlich nichts Negatives sagen über den Pelidori. Ich finde ihn auch einigermaßen robust. Na klar, bekommt er mit der Zeit ein paar kleinere Kratzer, aber das gehört ja eigentlich zu einem Traveler's Notebook dazu. Also ich muss sagen, dass er widerstandsfähiger ist als jetzt der Webster's Pages, weil es halt einfach Kunstleder ist und man da einfach, wenn man mal mit dem Fingernagel hinkommt, ist hier zwar ein Kratzer, aber bei dem Pelidori, bei dem Webster's Pages kann man sich ganz leicht dann so ein Stück rausreißen von dem Material. Also es ist ein bisschen empfindlicher. Dann mein letzter ist ein Pedori aus Pedori Fiena, also Wien, ein österreichischer Pedori. Den macht die liebe Petra, der ist auch handgemacht, da kann man sich auch alles aussuchen. Man kann auch sich hier eine Naht aussuchen, man kann diese Gummifarbe. Sie hat ganz viele verschiedene Ledersorten, das ist jetzt Vintage Sand, altert auch sehr schön. Man sieht auch die Kratzer, was ich persönlich bei einem Traveler's Notebook sehr schön finde. Man kann innen mit Taschen haben, man kann sogar außen noch eine Tasche haben, also kann man sich auch wirklich komplett selber zusammenstellen. Die Seite kann ich euch auch mal verlinken oder die Facebook-Seite vielleicht am besten. Gibt es auch auf Instagram diese eine Seite und der Kontakt ist natürlich auf Deutsch, was natürlich vorteilhaft ist. Ansonsten habe ich hier, also das ist Field Notes, die Größe Field Notes gibt es jetzt bei der Petra und auch bei Pelidori. Ja, bei Pelidori gibt es, glaube ich, auch die Größe Field Notes, aber eben nicht bei Midori und auch nicht bei Webster's Pages. Der hat jetzt innen keine Tasche, da wollte ich keine. Man kann sich aber hier eben auch Taschen machen lassen. Hier habe ich Moleskine-Hefte drin und zwar Moleskine-Größe Small. Die passen hier super rein und ich habe hier die pastellfarbenen genommen. Die sind innen einfach blanko. Aber der Vorteil ist bei diesen Heften, dass die hier so eine kleine Perforation haben, sodass man die Seiten rausreißen kann. Und diesen benutze ich einfach für unterwegs als Notizheft. Deswegen habe ich mir mit diesen perforierten Seiten genommen, weil ich da einfach Eintragungen mache, die hinterher rausreiße und fertig. Also der ist in meiner Handtasche unterwegs und ist einfach ein Notizbuch. Also für mich ein bisschen ein schöneres Notizbuch. Wie gesagt, Größe Field Notes. Der hat 18 Euro gekostet, weil ich als für ein Notizbuch jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollte. Deswegen habe ich auch keine Naht genommen und keine Taschen.
Wobei ich mir irgendwann so eine Zipperhülle reinmachen werde für so Einkaufszettel und so, wenn ich da was sammeln will. Ja, also ich kann noch mal ganz kurz die Preise sagen. Der hier hat 18 Euro gekostet. Der hat insgesamt mit Naht und Taschen und Anhänger und ein Heft ist dabei und noch ein Ersatzgummi, zwei Charms habe ich da, ich glaube, plus Versand, weil aus Hongkong natürlich Versand, habe ich, glaube ich, um die 70 Euro bezahlt, Größe Personal. Also man sieht hier schon Field Notes Personal. Passport ist noch mal kleiner. Der hat, den gibt es bei Louis Bahn in Berlin. Der kostet 40 Euro. Der große, also um die 40 Euro, es kann jetzt auch ein bisschen mehr sein. Der große ist Regular, also noch mal größer. Der kostet, glaube ich, 44 Euro. Auch bei Louis Bahn Berlin. Und der Webster's Pages ist auch Größe Regular. Der kostet, da weiß ich jetzt den Preis nicht mehr. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, der hat über 30 gekostet, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich meine um die 36. Bitte verlasst euch da jetzt nicht drauf, ich weiß den Preis nicht mehr. Wenn man sich selber einen macht, kommen die Materialkosten vielleicht auf, ich weiß nicht, 8 Euro? Ich weiß es nicht. So, dann gibt es natürlich jede Menge Zubehör. Also zum einen gibt es zum Beispiel solche Craft-Folder, die kann man statt dieser Plastik-Zippertaschen verwenden. Also ich erinnere nochmal, diese Plastik-Zippertaschen, das sind die hier. Die gibt es in verschiedenen Varianten und die gibt es eben auch als Craft-Taschen. Und also solche gibt es in verschiedenen Größen. Dann natürlich Hefte. Ich habe jetzt hier mal Passporthefte von Louis Bahn, einmal liniert, einmal weiß. Da gibt es eben verschiedene, es gibt auch kariert, es gibt welche schon mit einem Kalender, also ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz verschiedene, ne, man muss nicht die originalen Louis Bahn Hefte nehmen, man kann wie gesagt Moleskine Hefte auch nehmen für die Größe Field Notes oder was ich hier auch habe, was ich ganz schön finde, so als Idee. Das ist ein Heft aus der Flow. Da sind ja öfter mal so Hefte drin in der Flow. Und das ist jetzt ein Gedanke pro Tag. Da ist so ein, ja, wie so ein Notizheft mit Datum, aber undatiert. Und man kann eben jeden Tag so ein bisschen so Memory Keeping oder ja, seine Gedanken, Erinnerungen aufschreiben. Das finde ich ganz schön, wenn man jetzt sich gerne ein Traveler's Notebook zulegen möchte und ich weiß, was mache ich damit. Ich will kein Reisetagebuch führen, ich will kein Journaling machen. Ich möchte, wenn einem einfach die Idee fehlt, finde ich, ist das auch eine ganz schöne Idee, einfach so ja, pro Tag einen Gedanken aufzuschreiben und das dann wirklich so als, sage ich mal, minimiertes Tagebuch zu führen. Weil bei einem Tagebuch schreibt man ja teilweise, was weiß ich, ein, zwei Seiten. Und wenn man einfach so ein bisschen, ja, ein, zwei Sätze pro Tag aufschreibt, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Also das sind hier immer, steht hier Datum und dann Gedanke und dann ist sind hier so, so viel ist dann immer Platz und dann kommt das nächste. Finde ich als Idee ganz schön. Dann verlinke ich euch, wie gesagt, in der Infobox mal noch zwei, drei Davanda-Shops, wo man auch Hefte bestellen kann für die Travelers Notebooks. Und ja, da gibt es natürlich auch bei Etsy, ganz klar. Dann, was man als Zubehör noch braucht oder was viele haben, sind Gummis. Also hier dieser Gummi zum Beispiel war mit dabei als, sieht man jetzt gar nicht, als Ersatzgummi bei dem Passport. Also ich habe bei dem Passport ja hier das Grüne drin. Das grüne Gummi. Man kann es aber ganz leicht austauschen in dieses braune Gummi. Also das war jetzt hier dabei, die kann man sich natürlich aber auch einzeln kaufen. Dann gibt es bei Louis Bahn noch solche Gummis. Mit diesen Gummis kann man dann noch weitere Hefte in die Hefte mit einbringen. Ich kann mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Also ich habe ja jetzt hier in dem Gartentagebuch habe ich vier Hefte drin. Es sind aber nur zwei Hauptgummis. Ich versuche das jetzt mal hier rauszumachen und ich zeige euch mal, wie das geht. Für die, die es nicht wissen. Ich musste mich da nämlich auch erst schlau machen. So,
Wo hängen die jetzt fest? Hier. Also, ich mache es mal ganz kurz raus und zeige es euch. So. Also es sind zwei Hauptgummis in diesem Traveler's Notebook und man möchte aber vier Hefte reinmachen. So, also man hat zwei Hefte. Ich mache das hier mal ganz kurz weg, damit man es besser sieht. Also man hat zwei Hefte. Man sucht bei jedem Heft die Mitte. So. Wo ist hier die Mitte? So, hier. Und dann legt man diese beiden Hefte so aneinander und spannt hier einen Gummi rum. So. Und damit hat man jetzt erreicht, dass diese Hefte hier, kann man sehen, aneinander hängen durch diesen Gummi. Man kann das jetzt so auseinanderziehen, aber die hängen aneinander. Und dann schiebt man diese beiden Hefte durch diesen einen Hauptgummi, den man hier drin hat, durch und hat somit die Hefte hier fest drin und hier hinten eben auch nochmal zwei Hefte. Also zwei Hauptgummis bedeuten, man kann vier Hefte reinmachen, man könnte theoretisch noch mehr reinmachen, aber dieses Traveler's Notebook, ich mag das nämlich nicht, wenn es hier so raussteht, schafft nicht mehr als vier. Also ich werde das auf diese vier beschränkt halten. So, also eben, wie gesagt, solche Gummis. Und dann, also das hier ist noch ein Rolling, den ich selber gemacht habe, kann man sich natürlich auch diese Gummis hier am Meter kaufen. Also hier habe ich jetzt pinkfarbene, ich habe auch noch so ein Altrosa zum Beispiel und ein graues. Also die kann man sich auch bei eBay zum Beispiel bestellen, wenn man bei seinem eigenen Notebook einfach mal eine andere Farbe als Gummi haben möchte. Und so sieht der Rolling dann übrigens aus. Also das ist einfach hier so ein Bastelfilz, den ich umnäht habe mit Stoff. Also diesen Filz gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt leider hier nur so ein Rosa, was mir gar nicht mehr so gut gefällt. Und dann macht man hier einfach die Löcher rein und spannt den Gummi rein. Also total simpel. Aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne dazu mal mein Do-It-Yourself anschauen, wer da Interesse hat, sowas mal selber zu machen. Es gibt sicherlich auch noch andere Varianten. Ich habe das eben so gemacht. Und dann gibt es noch verschiedene andere Zubehöre. Also zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal gezeigt, Öli-Clips. Ich lege den mal hier, Öli-Clips, die man halt hier so eben dran machen kann. So. Die sind magnetisch, dann sind ganz beliebt diese Binderclips. Da gibt es verschiedene Arten und Varianten. Und dann natürlich Charms, die man vorne an die Gummis ranmacht. Das sind einfach Dekorationssachen, die aber, finde ich, erst zu dem Traveler's Notebook den individuellen Touch geben. Es gibt dann natürlich auch noch Stiftschlaufen, also Stiftschlaufen, die man dran klemmen kann. Solche Sachen habe ich jetzt persönlich nicht, weil mir das immer nicht so gut gefällt. Aber das sind jetzt eigentlich so die Sachen, die ich hier habe an Zubehör, was ich euch zeigen kann. Und ja, das war meine Sammlung, meine Traveler's Notebooks bzw. Dori-Sammlung, die doch ganz schön umfangreich eigentlich ist, wenn ich die jetzt nochmal hier so alle nebeneinander stelle. Hier ist ein Kraftfolder, der kleine noch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ich denke, das reicht. Wobei die zwei selbstgemachten, waren ja mehr so ein Versuch, die selber mal zu versuchen. Und die anderen sind halt gekauft. Aber wie gesagt, man kann es auch ganz leicht selber machen. Kann man natürlich auch, wenn man eine gute Nähmaschine hat, vielleicht aus Kunstleder oder Leder selber machen. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber aus Stoff ist es wirklich einfach. Mehr kann ich euch jetzt dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, mein
Video war hilfreich und informativ und ich habe so vielleicht eure Fragen alle beantworten können, die ihr so vielleicht noch hattet oder habt. Wenn ihr noch Fragen zu der ganzen Thematik habt, dann könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten versuche ich euch alles jetzt in der Infobox zu verlinken, was ich jetzt so erwähnt habe und was euch vielleicht helfen könnte. Was auch wirklich immer sehr hilfreich ist, sind die Facebook-Gruppen zu den Midori oder zu dem ringlosen Planersystem, sage ich jetzt einfach mal. Da kann man auch immer seine Fragen stellen und bekommt Hilfe und kann sich auch informieren und vielleicht den einen oder anderen auch mal gebraucht kaufen. Ja, okay, ich glaube, das war's. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, dann einfach ab damit in die Kommentare oder schaut mal die Infobox durch. Das nächste Planersammlungsvideo wird, denke ich mal, meine ganzen Personal Planer umfassen, weil es sehr viele sind. Und da werde ich das dann ähnlich machen wie hier, dass ich euch die einzelnen Planer zeige und was ich damit mache und von welcher Marke die sind und euch vielleicht so ein bisschen was zu der Marke sage. So eine Art Planer-Talk-Video, so wie ich es jetzt hier auch versucht habe zu machen, so dass man auch sieht, was die Unterschiede der einzelnen Marken vielleicht sind. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.